Oh Mann, da ist mir ein Fail passiert. Heute wieder gefailt. Die Woche startet schon wieder ätzend. Naja, kümmere ich mich morgen drum. Um den Fail. Ciao. Was geht ab, Leute? Was geht? Einen wunderschönen Montag wünschen wir euch. Wir dachten uns, wir starten die Woche mal mit ein paar wundervollen Fails. Genau. Und haben uns eine kleine Fail-Army-Compilation rausgesucht. Ja, da startet die eigene Woche direkt besser, wenn man sieht, wie andere scheitern. Ja. Also, dann ist das eigene Leben direkt cooler. Dann man weiß denkt man, sich, geil, dass mir das heute nicht passiert ist. Das, finde ich, ist eine gute Einstellung. Genauso sollten wir rangehen. Ja. Und ja, wir müssen gar nicht lange quatschen. Let's go. Wolfen einfach rein. Perfekt. Supergeil. Sowas klappt immer. She's literally fine. She's fine. No, we're not going home. Ei. Ja, sowas. Oh, das geht auch immer gut. Das geht immer gut. Das ist noch nie schief gegangen. Boah. Oh mein Gott. Warum? Alter, das arme Pferd, Alter. Boah. Ja, wirklich, zu Recht. Alter. Korrekte Reaktion. Holy shit. Korrekte Reaktion vom Pferd. Wirklich. Würde ich genauso machen. Alter. Boah, zum Glück saß. Ach, da saß jemand sogar. Aber wie entspannt, als wäre das so, als würde das regelmäßig passieren. So, jetzt. Er steht nicht mal auf. Jetzt gucke ich weiter. Er macht das nur von seinem Gesicht weg, damit er weiter gucken kann. Hä? Ah, jetzt fällt schon wieder die Decke runter. Oh, hier. Mann. Mann. Nervt. Boah, wie gleichgültig kann man sein? Wie entspannt. Ich war auch einfach so unter Schock. Ja, wahrscheinlich. Was macht der? Wow! Nichts passiert. Aber smoothe Rolle? Ja. Ah, perfekt. Boah, schade, das war eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, sowas kann ich mal gar nicht als Fail bezeichnen, nee. Weil überhaupt dahin zu kommen erfordert schon so mehr Skill, als ich je hätte. Safe. Wird mir genauso passieren. Ja. Safe. Oh nein! Kinder tun mir immer so leid. Okay. Oh, okay, das war eine weiche Landung. Ja. Boah, boah. Oh, scheiße. Er muss seine Essenslieferung zustellen. Yeah. Essen wird kalt. Oh. Auch nicht ungefährlich. Jetzt fährt ihm jemand rein, ne? Nee, doch nicht. Oh. Boah, fahr, Junge! Scheiße, ey. Was machen die denn jetzt? Alter, oh, shit. Oh, boah, was? Alter, wie schnell die noch reagiert haben zum Glück. Ja. Wobei rauslaufen auch gefährlich ist, weil wenn du dann mitgenommen wirst, dann bist du im Auto wahrscheinlich sogar noch sicherer. Aber der Erste hatte gar keine andere Wahl. Nee. Man versteht so gar nicht den Kontext. Was soll das für ein Video sein da draußen? Oh oh. Oh! Warum? Mir ist sowas aber auch mal passiert tatsächlich. Dass du einen Rollerfahrer hinten drauf gehabt hast. Nee. Ich stand an der Ampel und die Ampel war rot. Ja. Und hinter mir stand so ein fetter LKW. Ja. Das ist schon ewig her. Ich glaube, da hatte ich gerade meinen Führerschein auch erst. Ha. Und die Ampel war immer noch rot. Aber er fährt einfach los? Er ist einfach losgefahren. Ich weiß nicht, was er dachte oder ob er mich nicht gesehen hat. Boah, ich glaube, manchmal ist das vielleicht so, dass jemand so halb verträumt eine andere Ampel sieht. So, ja, weiß nicht, oder so die Abbiegerampel oder so, dass irgendwas flackert und dann denkt er so, ah ja, so unterbewusst, ich kann fahren. Dann ist der mir voll hinten reingefahren. Boah, hat wie ätzend. Den Wagen hinten, dann bist du so richtig am Arsch. Ja. Also klar, du kriegst es dann von seiner Versicherung bezahlt. Ja, aber trotzdem ultra nervig. Aber du hast den ganzen Stress am Sack und die komplette Rückseite, der ganze Kofferraum war im Arsch bei mir. Boah, scheiße. Und es war einfach nur Stress. Ja. Das ist richtig unnötig. Yo. Nein. Ah. Ah. Boah. Ich fühle mit dir, Bruder. Ja. Und was hatte sie vor? Oh, shit. Boah. Die wollte sich so an ihm festhalten. Ja, ja. Ja, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Boah, wir haben doch noch, waren wir in München. Haben wir noch genau darüber gesprochen, ne? Ja, wir sind zu einem Basketballturnier gefahren und mussten einmal komplett durch den Olympiapark. Ja. Und haben uns dann auch so einen Roller geschnappt und da war auch so eine Skateanlage. Ja. Und da habe ich auch so noch aus Spaß gesagt, ey, sollen wir eine Runde mit den Rollern rein? Ja. Und genau hier sieht man... Wir haben uns doch sogar auch noch gefragt, so, ob sich diese ganzen Anbieter überhaupt finanzieren können, weil
so viele von den Dingern einfach demoliert und zerstört werden und durch sowas auch kaputt gehen. Ja. Also wenn ihr da draußen vielleicht eins dieser Rollerunternehmen besitzt, schreibt doch mal in die Kommentare, ob das rentabel ist. Schreibt einfach nur so Leim, ja, genau, genau. Genau, Leim schreibt genau. Boah. Hä? Was ist das? Boah, sieht richtig crazy aus. Heftig, aber auch geisteskrank gefährlich. Ja. Fail ist halt die Untertreibung für das, was da passiert. Ja, einfach ein schlimmer Unfall. So ein millionenschweres Monster, was so abfackelt. Was ein Fail. So, die Mitarbeiter denken, gucken auch nur so hoch. Oh, guck mal. Oh Mann, da ist mir ein Fail passiert. Heute wieder gefailt. Die Woche startet schon wieder ätzend. Naja, kümmere ich mich morgen drum. Um den Fail. Ciao. Ey, diese Fails immer. So auf einer Ebene mit dem da, was da passiert. Mann, ärgerlich. Hä? Okay. Gut. Kann mal passieren, ne? Mann, diese Rampe ist schon so niedrig. Ja. Und dann verkackst du es trotzdem. Das hätte ich sogar geschafft. Oh, voll ins Gesicht getreten, ne? You okay? You okay? Irgendjemand kommt von rechts. Ja. Oh, von links. Wie das Kind schon oh-oh gesagt hat. Oh no. What happened? Ja, ich hab ein Auto gestriffen. Oh nein. Ball ins Gesicht, safe. Nein. Ball gegen den Kopf, 100.000. Warum macht er das? Ah, okay. Okay. Na, gute Qualität. Kettenreaktion. Na gut, sieht nicht so dramatisch aus. Video einfach so 11 Pixel. Ja. Springt irgendwo drüber und... Ah, ne. Oh. Warum? Warum macht ihr das? Did you hit your face? Ja, obviously. Ah. Oh. Der tritt das Kind weg. Ja, safe. Oder? Nee. Aha. Oh. Ich dachte, der schwingt dann so und tritt so nach hinten das Kind weg. Ja. Das fällt runter. Die wirft das runter. Ah. Oh ja, das war so klar. Mann. Oh nein, das ist mir auch mal passiert. Das ist mir auch mal passiert. Ah. Im Hinterkopf, aber beim Rückwärtssalto. Scheiße. Richtig unangenehm. Seitdem nie wieder Rückwärtssalto gemacht. Nee. Ah, guter Abfluss. Was ein Fail vom Wetter. Ja, Fail. Wie kann man so dumm sein? Oh Mann. Oh Mann. So manche Sachen kann man echt nicht als Fail bezeichnen. Nee. Das wahrscheinlich schon. Das wahrscheinlich schon, oder? Ja. Die Dinger sind noch nicht ungefährlich, ne? The driver was unharmed, okay. Okay, hä? Ja, gut. Also, wenn ein kleines Kind einmal so stolpert, das ist so peinlich. Zu normal, um das Fail zu nennen. Peinliches Kind, ey. Hä? Die Katze war da drin, oder was? Die steckt da drin? Was passiert da? Hä? Ich check's nicht. Ich auch nicht. Wie hängt die denn da? Und warum ist hochmachen jetzt die Lösung wieder? Oh krass, die Arme. Aber was hängt die da fest? Ja, wie kann die wurde so erklären? Ausgerollt, hä? Okay, der wird sich auf jeden Fall lang machen. Ja, aber wer mit sowas rumfährt, der hat's auch verdient. Ja. Da hab ich kein Mitleid. Oh, Fail! Ach, Mensch! Wow. Ach, das ist aber fake, ne? Hä? Hat da einfach einer sein Auto nicht umgebaut? Und die haben drumherum gebaut? Boah. Junge, wie lange du dann warten musst, bis du das wieder kriegst? Ey, er teilt sich das ein. Er hat lange was davon. Das war's. Jetzt geht's mir direkt besser. Also mein Tag war heute definitiv besser als all diese Tage. Mir ist nichts Dramatisches passiert. Deswegen ich habe noch kein Windrad in Brand gesetzt. Könnte natürlich das könnte diese Woche safe noch passieren. Das ist halt so ein typischer Montagsfail. Ja, klar. Manchmal. Schreibt mal in die Kommentare, ob eure Windräder noch intakt sind oder ob die auch schon brennen und explodieren. Ja.
Manchmal lasse ich einfach so Multimillionen-Euro-Projekte in die Luft gehen. Das passiert halt manchmal. Aber das nervt richtig. Das nervt richtig. Ja, das ist so ärgerlich. Ja, da gehe ich auch abends ins Bett und denke mir, morgen passiert mir das hoffentlich nicht. Ja, ja. Aber heute alles gut. Heute bislang alles gut. Sag mal Bescheid, was bei euch halt alles schon passiert ist, was ihr schon heute für kleine Fails erlebt habt. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wahrscheinlich mit einer neuen Folge Take Me Out, oder? Safe, würde ich sagen, oder? Wir haben Bock drauf. Es kommt mega gut an. Vielen Dank übrigens. Wir haben die 10.000 Abos geknackt. Das ging super schnell in Rekordzeit hier. 10.000 Wölfe. 10.000 Wölfe schon. Wir müssen aufpassen. Das ist ein großes Rudel, dass, ne? Dass die deutschen Jäger nicht langsam sagen, okay, wir müssen da mal gegen vorgehen. Ja, wirklich. Also die Wolfsplage in Deutschland, die ist immer größer. Aber kommt keiner gegen an, glaube ich. Unserem Rudel kann keiner was anhaben. Nee, kein Problem. Das wird schon alles funktionieren. Und wir werden immer mehr. Irgendwann sind wir einfach irgendwann gibt es mehr Wölfe als Menschen. Was haben wir nochmal gesagt? Habe ich nicht irgendwas Dummes gesagt, wenn wir 100.000 Abos erreichen? Ja, irgendwas mit 100. Weil ich habe jetzt irgendwie plötzlich Angst, dass es gar nicht so mal krank unrealistisch ist. Du hast gesagt, bei 100.000 Abos machst du ein Lifehack-Video. Oh oh. Und irgendwas war auch bei 1 Million. Da ja gut, da mache ich mir noch nicht so viele Sorgen, aber 100.000 das 100.000er-Ding, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie so im Jahr 2023 so angepeilt werden könnte. So Rudel können schnell wachsen. Ja. Also Leute, gebt weiter Gas. danke fürs Zuschauen, bis morgen, haut rein. Bis dann, ciao.